Hi ihr Lieben, heute widmen wir uns kurz und knapp dem Thema aggressive Katzen. Was könnt ihr tun? Bleibt dran für unsere Top 3 Tipps. Zunächst einmal ist es super wichtig zu verstehen, dass Aggressionen bei Katzen immer ein Symptom sind für etwas, was nicht gut ist. Sprich, die Katze fühlt sich unwohl, sie fühlt sich vielleicht in ihrem Revier bedroht, hat Angst, dass eben ein Eindringling ihr das Revier streitig macht, ist nicht ausgelastet vielleicht oder was eben auch sein kann, dass sie Schmerzen hat. Deswegen ist es absolut eure Verantwortung, eure Aufgabe, euch hier wirklich wie ein kleiner Detektiv daran zu machen, zu gucken, wo liegt hier das Problem, damit ihr eurem Liebling eben helfen könnt. Da die Ursachen so vielfältig sein können, können wir natürlich nicht alles abdecken in diesem Video, aber ich habe für euch einmal unsere Top 3 Tipps gesammelt, was ihr eben tun könnt, um die Situation zu entschärfen. Tipp Nummer 1. Im akuten Fall, wenn die Katze gerade Aggressionen zeigt, guckt, dass ihr eurem Liebling Ruhe verschafft. Sei es jetzt, dass ihr zum Beispiel die Bedrohung darstellt oder sei es, dass eure Katzen kämpfen, guckt, dass ihr, wenn sie kämpfen, sie möglichst sanft trennt und zwar nicht mit den Händen, weil sie werden euch als weiteren Angreifer wahrnehmen. Guckt, dass ihr das mit einer Decke oder mit einem Stück Pappe macht, was ihr zwischen die beiden schiebt und guckt dann, dass ihr sie in separate Räume bringt, wo sie sich eben runterfahren können und wieder auf ein gesundes Level kommen, was die Anspannung angeht. Und kleiner Tipp noch am Rande, was immer hilft, wenn ihr die Katze anschaut, ganz ruhig bleibt, nicht doll drauf zugehen oder so und ganz langsam blinzeln. Denn blinzeln wird von Katzen wie ein Lächeln interpretiert und ich habe es selber schon wirklich mehrere Male die Erfahrung gemacht, dass wenn man einfach ruhig da ist und die Katze anblinzelt, dass sie sich dann entspannt. Kommen wir zu meinem Tipp 2. Und zwar, wenn ihr merkt, dass eure Katze empfindlich auf Berührungen etc. reagiert, ein bisschen grantig ist und ihr einfach das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht, ab zum Tierarzt oder zur Tierärztin. Denn ein gründlicher Check-up kann da manchmal die Ursache ans Licht bringen. Häufig sind Katzen eben aggressiv und grantig, wenn ihnen was wehtut. Wir kennen das von uns selber, chronische Schmerzen machen einen mürbe und verderben die Laune. Und so ist es auch bei den Fellnasen. Das heißt zum Beispiel ein Tumor oder eine Wunde, ein entzündeter Katzenbiss von einem Kampf draußen. All das können Gründe sein, warum sich die Katze wirklich beißend fühlt und dann eben auch mal aggressiv wird. Deswegen hier mein Tipp, das immer zuallererst abklären lassen. Es kann natürlich auch sein, dass eure Katze nervlich zu angespannt ist und dadurch das Streicheln einfach zu viel ist und sie dann eben einmal zuschnappt oder schlägt. Da müsst ihr natürlich gucken, dass die Katze, kommen wir zu Tipp 3, artgerecht gehalten wird. Denn wirklich glückliche, artgerecht gehaltene Katzen sind eigentlich nicht aggressiv. Wenn sie alles haben, was sie brauchen, sprich ein sicheres Revier, in dem sie sich nicht bedroht fühlen, genügend Auslauf, genügend Möglichkeiten zu jagen und zu spielen, genügend Rückzugsmöglichkeiten, dann fühlt sich die Katze in der Regel wohl und ihr habt nicht mit weiteren Aggressionen zu kämpfen. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, macht euch immer auf die Suche nach der Ursache, denn Katzen sind, gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber generell nicht böswillig aggressiv euch oder Artgenossen gegenüber, sondern aus ihrer Perspektive besteht eine Not für diese Handlung. Ja, den Grund dafür gilt es dann eben rauszufinden und die Verantwortung dafür liegt natürlich immer bei den Besitzern. Kleiner Tipp noch, checkt gerne mal im Shop unser Entspannungsspray für Katzen aus. Falls ihr einen sehr trubeligen Haushalt habt, wo die Katze vielleicht ein bisschen wenig Rückzugsmöglichkeiten hat und dadurch eine hohe Anspannung oder warum auch immer es praktisch sein könnte, da ist unter anderem Katzenminze und Lavendel drin. Checkt es wie gesagt gern aus, gebt uns Feedback in den Kommentaren, ob es ein bisschen zur Entspannung beigetragen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann, ciao!